Let's play District 187. Fu hier, Leute. Heute mit Part 2. Wir spielen hier auf der Map Civic Center im Modus Team Deathmatch. Ja, und ich starte hier auch schon los als Gangster, ausgerüstet mit der XM177 DX. Sieht für mich aus wie eine normale M16. Ist die Standardwaffe in District 187. Also wenn man sich nicht eine Waffe selbst gekauft hat, hat man nur die Standardausrüstung zur Verfügung. Das besteht aus einem Knife, der Pistole, eben diesem Sturmgewehr, diesem M16 Sturmgewehr. Ja. Man kann dann auch nette Waffen dazu kaufen, statt dem Knife dann auch ein Tomahawk und solche lustigen Sachen verwenden. Habe ich schon gemacht. Leider nur temporär gekauft. Ist eine coole Sache. Ja, sollte man auf jeden Fall upgraden mit der Zeit. Ich werde aber noch ein Special dazu bringen. Das wird dann in Video 5 kommen. Da werde ich dann wie gewohnt vorstellen, was sind die Vorzüge von dem Free-to-Play-Modus bei District 187? Was sind die Nachteile? Wo hat hier der Hersteller den Vorteil? Wo haben User Nachteile? Ja, wir werden uns das genau anschauen. Mehr dazu in Part 5. Ja, wie seht, im Team Deathmatch Modus wird bis 100 Punkte gespielt. Das heißt, 100 Kills pro Seite. Es steht jetzt 20-21. Ja, also ziemlich gleich auf. Es ist unterschiedlich von Server zu Server, bis zu welcher Killanzahl gespielt wird. Ich habe auch schon gesehen, 140 oder mehr. Kann man alles einstellen. Ja, Setting-Sache. Muss aber sagen, Civic Center ist nicht meine Lieblingsmap. Ich habe jetzt schon einige Stunden District 187 gespielt. Ich muss sagen, dass die Map auf dem Kreuzfahrtschiff ziemlich fein ist. Die gefällt mir am besten. Dazu kommen auch noch Videos. Ich glaube, die Map heißt SS, bla bla bla. Also eben nach dem Schiff benannt. Ja. Und das Schwierige auf der Map ist, dass die Abgrenzung, wo jetzt die Fraktionen aufeinandertreffen, das finde ich ziemlich anspruchsvoll gemacht auf dieser Map. Also sehe ich teilweise, dass die Polizisten hier aus dem Spawn schon schießen können. Dann können beide Seiten sich gegenseitig Nades in die Spawnzone hauen. Ja, ich finde die Map einfach nicht gut gemacht hier. Ist Geschmackssache, ich finde halt so. Vielleicht habt ihr schon gespielt, lasst mich eure Meinung zu der Map wissen, wäre nett. Ui, der hat mich jetzt mit der Schrotflinte gekriegt. Ja, wie seht ihr, das ist jetzt noch immer gleich auf 39-42, ziemlich ausgeglichene Teams hier. Mir ist schon aufgefallen, dass das auch davon abhängt von dem Skill der verschiedenen Teammates in den Teams. Wenn man in einem schwachen Team spielt, hat man teilweise echt keine Chance, sich hochzureißen als einzelner Spieler. Also man hat hier nicht so die Möglichkeiten. Ich habe auch in einem späteren Video werde ich Pistol Knife Only Maps anzocken. Da bekommt man vor allem Probleme. Da merkt man stark, dass man alleine nichts durchsetzen kann. Vor allem, weil man Munitionsprobleme bekommt. Das Problem bei District 187 ist, es gibt kein Munitionssupply. Es wird einfach davon ausgegangen, dass man genug hat. Ich meine, in Spielen wie Counter-Strike oder so kommt man nicht mal in die Versuchung, dass man dann denkt, oh, jetzt geht mir die Mun dafür aus. Ne, vielleicht auf dem Team Deathmatch Server, aber nicht im, weiß nicht, im rundenbasierenden Modus. Das passiert einfach nicht, da lebt man nicht so lange, aber hier im Pistol-Modus kommt das echt schon mal vor.
Hier ist vielleicht noch Room for Improvement, eventuell Missionspakete einfügen, keine Ahnung. Hier kann man noch was tun, finde ich. Na, den habe ich mal sauber erwischt hier, einen schönen Double Kill gemacht. Also es ist echt, teilweise hat man solche Streaks und dann versagt irgendwie das Aiming vom Spiel komplett. Ist man die ganze Zeit am Head und irgendwie wird es nichts. Keine Ahnung. Aber jedes Spiel hat so seine Tücken mit der Schadensbox und so weiter, dass sich die beim Laufen verändert, bei Animationen verändert, beim Ducken verändert, also dass die nie gleich ist. Eh klar, also das hat jedes Spiel, muss man verzeihen einfach. Jedes Spiel hat seine Eigenheit. Ihr habt es gesehen, immer wichtig, die Nades taktisch verwenden, wenn sich der Gegner versteckt, sofort eine Granate um die Ecke. Da braucht man nicht unnötig sich in Gefahr bringen und hinlaufen und rushen, möglicherweise bei dem Rush draufgehen, sondern einfach mit der Granate taktisch arbeiten und man erspart sich vielleicht einen Death und hat einen schönen Kill. I'll teach you. Ich muss echt sagen, bis jetzt gefällt mir District 187 echt toll. Im Vergleich jetzt zu anderen Free-to-Play-Titeln, die jetzt auch rausgekommen sind, echt ein Spitzen-Game. Werde ich auf jeden Fall noch länger spielen. Geplant sind jetzt dabei 10 Parts für District 187. Dabei wie gewohnt alle 5 Parts ein Special, also Part 5. Wird ein Special sein, wie schon erwähnt eben. Das Free-to-Play-Konzept werde ich ein bisschen aufschlüsseln für dieses Spiel und als Part 10 werde ich dann ein tolles Frag-Movie für euch machen. Ja. Wir sind jetzt leicht in Führung, 79 zu 73. Es sieht eigentlich ziemlich gut aus für uns hier. Ei, das ist nichts mehr geworden. Schade hier. Also hier sieht man eindeutig, ich habe jetzt das Standard-Setup, keine Waffen zusätzlich gekauft. Auch das Scharfschützengewehr und die Frag-Granate gehören zur Standard-Ausrüstung. Das habe ich vorher vergessen. Also man startet mit einem Sturmgewehr, einem halbautomatischen Scharfschützengewehr, einer Pistole, einer Granate und einem Knife. Wobei ihr seht, das Scharfschützengewehr ist nicht zu empfehlen, das Standardgewehr bringt irgendwie nichts. Ich habe aber auch schon Leute Bunnyhoppen gesehen und damit treffen, aber ich glaube, die hatten ein gekauftes Scharfschützengewehr, nicht die Standardversion. Naja, Bodytreffer, nichts tut. Sollte eigentlich mehr Damage machen wie in anderen Spielen, ist aber nicht so. Naja, macht nichts. Hinteren Ansporn muss es ja geben, Non-Standard-Waffen zu verwenden. Ach, hier die besagte Frag-Granate. Ja, das sieht gut aus, Leute. 95 zu 90, wir sind in Führung. Ich denke, dieses Spiel werden wir für uns entscheiden. Ihr habt ja wieder gesehen, unscoped geht hier gar nichts. Ich habe es öfter versucht, aber man trifft einfach nichts. Unscoped mit Scharfschützengewehren. Also immer anlegen, immer scopen. Absolut wichtig. Ach schade, hätte ich fast den runden entscheidenden Treffer gelandet, aber leider nur der 99. Frag. So, 16 zu 10 hier kann man so lassen, nicht perfekt, aber ganz okay gespielt. Und gleich noch eine Runde muss drinnen sein. Also wie schon im ersten Part erwähnt, was ich so mag, sind die kleinen Maps, die kurzen Rundenzeiten. Wir haben jetzt wirklich 8-9 Minuten eine Runde, ich meine, das ist ganz okay. Wobei ich der bin, der sagt, ja, ich mag jetzt mal kurz zocken, setz mich hin, spiel meine 2-3 Runden,
15, 20 Minuten steht ja. Genau das finde ich ist einer der Pluspunkte. So, hier kommt keiner vor mein Visier. Okay, meiner Meinung nach ein Treffer, aber ja. Ja. Übrigens, das Standard-Sturmgewehr kann man nicht aufrüsten. Habe es natürlich auch gleich versucht, man kann aber dafür keine Upgrades kaufen. Sehr schade, aber kann man nichts machen. Haben sie wohl die M16 absichtlich so abgewertet? Noch ein kleiner Tipp für euch: immer versuchen, Headies zu machen, Einzelschuss besser als Dauerfeuer. Lohnt sich. Erstens mehr Präzision, zweitens weniger Munitionsverbrauch und so weiter und so weiter. Ah, hier steht schon 9 zu 14. 10 zu 14 kann man noch sagen, ziemlich gleich hier. Aber die Gegner holen ziemlich schnell auf. Ich glaube, hier hat sich dann das Team-Setup ziemlich geändert. Wenn ich mich recht erinnern kann, haben wir auch mit weniger Spielern gestartet in dieser Runde hier. Deswegen auch jetzt ziemlich schnell das Gegnerteam die Führung übernommen, schon 10 Kills im Vorsprung hier. Hier wird auch schon die Spawnzone gerusht, wie man sieht, also Total Domination über unser Team. Derweil zumindest. Hier wird auch schon im Haus abgecampt, übrigens eine typische Camper-Pose. Hier eine Granate um die Ecke kann schon mal ein, zwei Frags bringen. Man merkt es halt, wir kommen da schon kaum mehr aus der Spawnzone raus. Wir werden schon extrem gerusht hier. Wenn nicht Rusher kommen, dann kommen die Granaten in unseren Spawn. Ja, man hat zwar diesen 5 Sekunden Spawnschutz, aber die sind schnell aus und ich würde sagen, es ist dann trotzdem noch Spawnzone-Bashing, aber ja, das ist immer so eine Sache. Und die Zäune sind die nächste Sache. Manchmal, glaube ich, habe ich das Gefühl zumindest, dass ich durchschießen kann. Manchmal geht es einfach nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht, ob die jetzt durchschießbar sind oder nicht. Ja, in diesem Spiel hatte auch ich einen schlechten Lauf. Das zeigt sich daran, dass ich so rasch immer die Waffe gewechselt habe, aber mit keiner so richtig das gute Gefühl bekommen und die entscheidenden Treffer landen können in dieser Runde. Ja, wie ihr gesehen habt, eh sehr üblich. Wenn man die Granate zückt, kann man diese natürlich wieder wegstecken, obwohl theoretisch ja der Splint gezogen ist, aber wenn man im Quick Change eine andere Waffe hat, ist das kein Problem, oder mit der Maus halt Waffe wechseln, dann wird so quasi der Splint wieder zurückgesteckt, auch wenn man es nicht sieht. Ja, hier ist das Mittelhaus ein sehr wichtiger Punkt auf der Map, meiner Meinung nach. Einfach weggerusht, hier auch direkt ins Spawnhaus gerusht. Sie haben sich einfach von Anfang an hier abgesetzt gehabt, die Polizisten. Fast dauerhaft mindestens 10 Punkte im Vorsprung, jetzt schon 20 Punkte.
Sowas ist schwer bis gar nicht mehr aufholbar, wenn man sieht. Also müsste man echt das ganze Team-Setup ändern oder keine Ahnung, aber wenn sich die Squamish entwickelt, ist es meistens schon verloren. Ja, und was ich euch auch nicht empfehlen würde, ist jetzt Rage zu quitten. Nämlich, was ich gut finde, District 187 bestraft Rage Quitter. Also man bekommt dann einen Malus, die Score wird einem sozusagen versaut und man verliert Erfahrung. Also Erfahrung auf den nächsten Rang. Was die Ränge bringen überhaupt, muss ich mir erst ansehen. Aber die KD von einem wird versaut. Also man bekommt, glaube ich, 3 bis 5 Kills hinzugerechnet. Also das kann schon ziemlich bitter für einen enden dann. Zumindest ich bin einer, der ziemlich darauf schaut, dass er immer eine schöne KD hat, und das ist dann wohl doch schmerzlich. Ich habe es aber doch schon einmal gemacht dann, weil ich wollte mich jetzt einfach nicht vom Spiel beherrschen lassen. Ich bin auf dem Server gejoint, auf dem Team Deathmatch. Es war dann ein rundenbasierender Bombenmodus. Ich wollte das einfach nicht spielen, ich wollte Team Deathmatch spielen, habe dann einfach gequittet und habe den Malus bekommen, aber ja, das. Ich habe einfach keinen Bock gehabt, jetzt Bombenmodus zu spielen. Das war irgendwie ein Anzeigefehler vom Spiel, oder haben die im Spiel noch den Modi gewechselt? Keine Ahnung, was da los war. Ja Leute, wir sehen, es geht dem Ende zu, 71-97. Wir werden gleich verloren haben. Ja. Na gut, Leute, sage ich schon mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.